Hallo meine Lieben, eine Edition habe ich noch für euch. Und zwar eine Trend-Edition, also eine Preview habe ich noch für euch. Zur Trend-Edition von Essence, die Try It, Love It Edition. Ist im August erhältlich. Jetzt habe ich mir das noch gar nicht durchgelesen, worum es da geht. Was? Geht schon in die Herbst-Wintersaison? Seid ihr bekloppt? Also steht hier jetzt. Beauty Must-Haves der kommenden Herbst-Wintersaison. Okay, bietet halt für alles irgendwie was, ne? Augen, Lippen, Ton, Nägel, alles. Alles dabei. Viele Paletten, ist mir auch schon aufgefallen. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein, was denn so im Herbst, Winter angesagt ist. Ich bin ja noch nicht mal im Sommer drin, hallo? Zum einen wird es ein paar hübsche Paletten geben. Da ist der Preis natürlich umschlagbar für 3,99 €. In eine Nude-Palette, eine Bronze-Palette, eine Rosé-Palette, eine Roses-Palette, eine Grace-Palette und eine Vintage-Palette. Also richtig viel Auswahl. Also 5 neue Lidschattenpaletten. Ja, jeder hat halt aufeinander abgestimmte Farben in hellen Nuancen bis über Mittel bis hin zu dunklen Tönen. Sollen soft und langanhaltend sein, mit verschiedenen Effekten. Matte Töne sind drin, schimmernde, metallische, damit man ganz viele Looks machen kann. Und auch für den Alltag was dabei oder für den Abend kann man halt dann ja kombinieren, wie man möchte. Die Bronze und die Nude und Rosé brauche ich auf jeden Fall nicht, weil ich finde, die ähneln doch sehr, so ein bisschen zumindest den Naked 1, 2, 3 habe ich ja alle drei, deswegen nö. Was heißt, die ähneln den sehr, also, naja, im Prinzip ist es halt irgendwie ähnlich. Ich habe ja genug Farben, ne? Die gräuliche ist jetzt irgendwie auch nicht so meins. Puh, keine Ahnung. Eigentlich ist gar keine Palette. Die Vintage vielleicht. Da ist eigentlich alles so ein bisschen drin, ne? Kann man vielleicht was Nettes draus machen. Aber so im Prinzip habe ich halt auch genug. Ich finde die schon schön, aber nicht für mich, weil ich einfach schon genug habe. Vielleicht die Vintage, aber das würde ich spontan entscheiden. Dann wird es eine Mascara geben für 2,49 €. Eine Action Mascara. Multifunktionaler Profi. Allrounder Mascara gibt Volumen, Verlängerung und Separation. Ich habe gerade gelesen, das komisch geformte Elastoma-Bürstchen. Aber da steht konisch. Was ist konisch? Kannst du mir das erklären? Dass es dicker wird, beziehungsweise dünner. Ah, okay. Ja, aber minimal auf dem Bild zumindest. Ja, es ist unten ein bisschen dicker und oben ein bisschen dünner. Das stimmt. Aber ein bisschen nur. Aber gut, das gibt. Dadurch umhüllt es halt jede Wimper. Und gibt einen schicken Look. Ja, klingt ja ganz gut, aber da würde ich vielleicht erstmal Bilder auf Instagram abwarten. Weiß ich noch nicht. Ich meine, ich habe so viele Mascaras, die trocknen mir nachher alle ein. Aber vielleicht kauft sich die ja jemand und dann gucke ich mir mal ein Bild an. Aber wenn die wirklich so gut ist, sie soll ja anscheinend alles auf einmal können. 2,49 €. Ja, da gibt es Lippenstifte, 1,99 €, und ich finde, die sind vom Design schon sehr schön. Sind allerdings Sheer. Sheer and Shine Lippenstifte. Mit softer Formulierung. Fühlen sich halt sehr leicht dann auf den Lippen an und schenken eine dezente Farbe mit tollem Glanz. In Nude, Braun und Pink. Die Kappe, die jetzt natürlich hier auf dem Bild nicht drauf zu sehen ist, entspricht auch noch der Lippenstiftfarbe. Was natürlich das Finden des Lippenstifts in meinem Lippenstift-Chaos viel, viel einfacher macht. Braun finde ich gut. Braun kaufe ich mir. Pink vielleicht. Das weiß ich noch nicht, aber Braun kaufe ich mir. Braun habe ich nämlich ganz, ganz wenig. Und dann gibt es Lipglosse für 2,49 €. 2-in-1 Lipglosse. Achso, da steht's. Warum 2-in-1? Der Kraft eines Lippenstifts und der Glanz eines Lipglosses. Okay, dann kaufe ich mir den pinken, wenn der wirklich so deckend ist. Das habe ich mir nämlich vorhin schon gedacht. Was ist mal ein richtig cooler Lipgloss? Ich stehe ja eigentlich nicht so auf Glosse, wie ihr wisst. Aber der ist mal cool.
Ja, in einem Nude und in einem leuchtenden Pink. Und der Verpackung ist natürlich mal wieder hübsch, ne? Soll auch beides unterstreichen. Ja, das fällt mir jetzt erst auf. Wie cool ist das denn? Das da unten, das sieht aus wie ein Lippenstift. Aber die Verpackung an sich ist ein Lipgloss. Cool. Hübsch. Lustig. Kaufe ich mir in Pink. Dann haben wir hier zwei Matte Touch Blushes für 2,49 Euro. Mit weicher Pudertextur, der ein mattes Finish auf den Wangen kreiert. In einem Aprikot und in einem bärigen Ton. Für halt den kühleren und den wärmeren Hauttyp. Ist ein Blush nicht immer matt? Nee, nicht immer, ne? Bin gerade voll irritiert. Ich würde den mal swatchen, glaube ich. Und dann den helleren testen, glaube ich. Wenn dann den helleren. Das ist das Aprikot gewesen, ne? Ich weiß nicht mehr, ob ich warm oder kühl bin. Ja, weiß ich nicht. Aber an sich finde ich den helleren irgendwie schöner. Den teste ich einfach mal. 2,49 €. Ja, dann haben wir hier noch Gel-Nagellacke, Gel Nail Polish, für 1,59 €. In vielen neuen trendigen Farben. Die Formulierung ist halt für einen langanhaltenden und hochglänzenden, für ein langanhaltendes und hochglänzendes Gel-Finish. Ja, intensive Farben mit perfekter Deckkraft. In einem matten Orange-Aprikot, Masala und Anthrazit. Tja. Matt-Orange. Ich glaube, ich habe tatsächlich von Essence noch keinen Mattlack. Dann teste ich den doch mal, würde ich sagen. Ja. Dieses Aprikot-Orange. Wobei ja der rötliche auch gut aussieht. Mal sehen. So, und ich habe jetzt nochmal geguckt, wo denn dieser lilane Lack hier in dem Text hin ist. Der gehört auch dazu, ist allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Die restlichen Produkte, ich schaue nochmal, ob das auch wirklich alles die sind, gehen dann ins Standardsortiment über danach. Aber dieser lilane scheinbar nicht. Dann sollte ich mir den vielleicht doch eher kaufen als den Rest. Das verstehe ich zumindest darunter. Beim Lila steht halt, solange der Vorrat reicht. 2 Sternchen. Oder? Amazed by You. Ja, das weiß ich ja nicht. Amazed by You, einer von diesen 4 halt, ist Amazed by You. Und der ist nur, solange der Vorrat reicht. Der Rest geht wahrscheinlich dann über ein Standardsortiment. Oder? Ich weiß es nicht. Ich tippe mal drauf. Die Palette Vintage nämlich auch, sehe ich gerade. Da sind auch so 2 Sternchen. Und ich glaube, die ist dann halt auch nur, solange der Vorrat reicht. Also, dann kaufe ich mir die doch auf jeden Fall, wa? Ja, und dann haben wir zu guter Letzt noch ein Nude Make-up. Pure Nude Make-up. Für 3,79 €. Mit einer leichten Textur und einem natürlichen Finish. Das finde ich immer gut, wenn das ja, sehr natürlich aussieht. Hautunebenheiten werden kaschiert und die Haut dann dezent mattiert. Das ist auch noch gut, dass es leicht matt ist. Lässt sich halt gut verblenden. Und ja, sieht halt aus wie No Make-up, aber trotzdem mit Make-up, weil alles schön, was nicht schön aussieht, verdeckt ist. 3,79 €. Ich kaufe mir das, weil es scheint ja ein Standardsortiment dann überzugehen. Ich habe noch genug Make-up, ich kaufe mir das jetzt nicht. Aber vielleicht gehe ich irgendwann dann dazu über, weil das klingt so ganz gut. Ja, und das waren die Produkte aus der Try It, Love It Edition, die dann ja ein Standardsortiment übergeht. Zumindest einige Produkte daraus. Wie findet ihr sie? Ich finde sie um einiges besser als die, hab den Namen wieder schon vergessen, Funfair Edition.
Aber ja, da ja einiges ins Sortiment übergeht, muss man jetzt sich nicht so den Stress machen und das alles leer kaufen. Ich finde sie allerdings wirklich grundsätzlich besser. Ich freue mich auf so die ein oder anderen Produkte, die Lippenstifte, Lipglosse. Klingt auch ganz gut. Wie gefällt sie euch? Habt ihr euch vor, was daraus zu kaufen? Wenn ja, schreibt mir das doch mal in die Kommentare, was und wie sie euch allgemein so gefällt. Ihr dürft mich gerne bewerten und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!